waren wir auch wieder so zusammengesessen im Latte und Meer. Wir treffen uns ja jeden Mittwochabend im Latte und Meer. Der Holger, der Frank und ich. Und da sitze ich mir so zusammen und da rede mir über alles. Also mehr der Frank und ich. Weil mit dem Holger brauchst du nichts zu reden. Der Holger hockt ja bloß die ganze Zeit da. Ich weiß nicht. Man muss zufrieden sein. Der Dalai Lama sagt, ah, man muss zufrieden sein. Du mit einem Dalai Lama, sagt dann immer der Frank. Aber da waren wir wieder so zusammengesessen im Latte und Meer beim Angelo. So heißt der Wett, Angelo. Bist so Italiener. Weißt, der kommt jedes Mal bei der Bestellung an den Tisch immer dieses Assi, Signori, Cappuccino, Espresso, Latte, Macchiato. Jedes Mal. Wir sind jede Woche bei dem drin. Der muss doch langsam wissen, dass man seinen Kaffeeklamp nicht saufen, oder? Da muss man doch nicht jedes Mal kommen. Assi, Signori, Cappuccino, Espresso, Latte, Macchiato. Man kann sich doch merken, zwei Bier, Frank und ich, eine Johannisbeersaftschorle für den Holger. Das ist doch nicht schwer. Da muss man doch nicht jedes Mal kommen. Assi, Signori, Cappuccino, Espresso, Latte, Macchiato. Aber jedes Mal, bis mal ein Frank, der Grafen, geplatzt ist, wie noch gesagt hat, pass mal auf, Freund. Noch einmal Cappuccino, Espresso, Latte, Macchiato, dann kriegst du mal einen Schwinger an der Latte, dass der Espresso mit dem Cappuccino in Venedig Gondel fahren kann. Das kann ich aber sagen. Was hat der Angelo gemacht? Gelacht. Weil er es nicht verstanden hat. Bei der nächsten Bestellung war er wieder da. Cappuccino, Espresso, Latte, Macchiato. Weißt, Frauen stehen ja auf sowas, gell? Wenn so ein Italiener schon kommt. Ein Italiener muss ja im Prinzip gar nichts machen. Ein Italiener, der stellt sich hin, der fängt einfach an, dieses Cappuccino. Das geht schon los, es ist ja. Und Frauen sind begeistert. Ein Italiener stellt sich hin, dieses Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato. Und schon haben wir Schnappatmung. Es ist ja.